Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei ARK Survival Evolved Mobile, diesmal gesagt. Ich hatte vor ein paar Tagen schon berichtet, dass die mobile Version heute kommen wird und hatte da einen kleinen Fehler drin. Ich hatte von der Beta ausgeredet. In der Beta war halt der Multiplayer nur da und nicht der Singleplayer. Hier in der Vollversion ist natürlich der Singleplayer enthalten. Und bevor euch jetzt wundert, ich beantworte gleich eine Frage. Warum ist keine Facecam da? Die Facecam ist nicht da, weil ich die ganze Zeit runter auf mein Handy schaue und dann würdet ihr die ganze Zeit nur meinen Kopf von oben sehen. Gut, ich will mit euch mal ein bisschen reinschauen. Ich kann jetzt nicht online spielen, weil ich habe mein Handy in den Flugmodus geschaltet, weil sonst immer permanent Nachrichten reinkommt und ein bisschen Privatsphäre brauche ich auch noch, ne? Gut, wir gehen mal in den Singleplayer-Modus rein und wir sind in der Charaktererstellung. Ich will jetzt hier großteils nichts machen, ich will euch bloß das Spiel ein kleines bisschen, ja, wie soll man sagen, ich will mal mit euch reinschauen und wir haben natürlich wie beim normalen ARK, wir haben aber nur eine Map. Das muss man vorausgesagt, wir haben nur The Island, aber wir haben halt verschiedene Schwierigkeitsgradstufen, wenn man jetzt in den Umgebungen und so ist. Also, es sind abgetrennte Bereiche, das werdet ihr noch sehen. Zum Beispiel, wenn du in anderen Bereichen übergehst, in einen schweren Bereich, wo Fleischfresser sind, dann wird dir ein höherer Schwierigkeitsgrad angezeigt und so weiter und so fort. Kommen wir aber gleich dazu. Ich suche mir mal die South Zone 1 auf Easy aus, für den Anfang, ne? Und wir spawnen. Ganz normal, arktypisch. Jetzt sagt nicht die Grafik ist scheiße, das ist ein Handy, verdammt. Das muss man aber mal zuberechnen. Wir sind hier auf einem Smartphone. Und für ein Smartphone muss ich sagen, es sieht gut aus, es läuft stabil und man hat so gut wie gar keine FPS-Drops. Also es läuft, also zumindest ist es bei mir, ich glaube jetzt müsste auf 30 gelockt sein, oder? Weil auf Epic, da wird, glaube ich, das Handy auseinanderfliegen. Ich merke schon, wie es langsam warm wird. Aber es läuft flüssiger als auf den Konsolen. Gut, es sieht ja hässlicher aus momentan, aber ich finde es eigentlich ganz geil. Jetzt können wir zum Beispiel mit Double Tap können wir hier die ganze Zeit das Zeug ansammeln. Es ist, es ist fürs Handy ausgerechnet. Das heißt, ihr werdet hier nicht so eine, wie soll man sagen, krasse PvP-Experience haben, wie man sich das zum Beispiel vorstellen kann, wenn du jetzt gerade mit Maustastatur oder Controller zockst. Nein, du bist hier großteils mit zwei Fingern unterwegs und machst das Zeug so. Alles im Ganzen. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier unser normales Inventar, wo wir es alles rüberziehen können. Wir haben unsere Statistiken, wie unsere Lebensenergie und so weiter, alles drum und dran ist. Wir haben unsere Gramme, die wir lernen können und natürlich auch diverse Einstellungen, die man im Spiel machen kann. Natürlich gibt's, das Spiel ist kostenlos, ne? Das Spiel ist für euch kostenlos und es gibt einen In-Game-Store. Also hier könnt ihr euch verschiedenes Zeug dazu holen und, ja, keine Ahnung, ich hab's nie gemacht, weil ich ungerne für, ja, kostenloses Zeug zahle. Entweder ich zahle richtig und wir kriegen ein volles Spiel, wo alles da drin ist, aber so, so klein Scheiße. Ist meine persönliche Meinung, ich, Ingame-Shops für Spiele finde ich ehrlich gesagt kacke. Ich mag sowas nicht und ich werde sowas auch nicht unterstützen. Entweder ich bezahle einen Vollpreistitel oder ich lasse es. Wir haben auch oben in der Ecke, ihr seht es oben rechts in der Ecke, so ein kleines Geschenksymbol, wo gerade 0 Stunden 22 Minuten, da könnt ihr euch alle halbe Stunde ein kleines Geschenk abholen, wo ihr zum Beispiel Klamotten und sowas alles kriegt. Das sind sozusagen wie die Loot Drops. Ihr seht schon, also ich weiß nicht, ob das jetzt in der Vollversion auch so ist, aber ich hatte in der Beta keine Loot Drops gesehen. Und ich denke mal, dass dieses kleine Symbol, wenn ihr in das Menü geht, da oben rechts, dass das sozusagen die Loot Drops sind. Gut, wir werden jetzt hier auch großteils keine Fleischfresser sehen, weil wir in einem Bereich sind, wo da nicht allzu viel los ist. Wir können ja mal einen kleinen Rundgang machen. Ich stürme hier oben lang. So, wir können natürlich stinknormal zähmen. Wir können ja mal, ich sammle mal ganz kurz noch ein bisschen was ein. Double Tap einfach drauf. Wenn ihr zum Beispiel zweimal auf die linke Seite tippt, könnt ihr rennen. Und wenn ihr zweimal auf die rechte Seite tippt, wenn ihr irgendwas in der Nähe ist, dann könnt ihr farmen. So, fahr mal um, kleiner Dödel. So, der gute Herr schläft. Jetzt kann ich natürlich auf ihn gedrückt halten und könnt ihr jetzt zum Beispiel. Oh, ich hab sogar eine Möhre. Ich mach mal nicht Transfer All. Wir halten einfach mal gedrückt und ziehen das rüber. Und jetzt könnte der eigentlich das Zeug fressen. Dann hat er natürlich schnell weg. Ich schiebe ihn nochmal ein bisschen was rüber. Ja, komm, gib ihn. Ich weiß, schmeiß Major Berry ein, es geht besser. Ist mir jetzt eigentlich gerade ein bisschen Rille.
Ich gebe ihm jetzt einfach irgendwas. So. Da hat er alles drin. Wir können mal gucken oben. Taming-Status. Wann er isst und so weiter und so fort. Na komm, noch ein kleines bisschen. 59%. 74, das geht natürlich jetzt alles, ich bin jetzt im Singleplayer-Modus, das geht jetzt hier alles ein kleines bisschen schneller, weil es ist ein Run-and-Gun-Spiel. Das heißt, du sitzt hier nicht wirklich stundenlang vor, wie beim Original-Arc. Es ist schon so gemacht, dass du zwischendurch ab und zu mal raufgucken kannst. Und dann haben wir zum Beispiel einen Dodo Level 13. Was haben wir denn da oben? Ja, hier haben wir noch verschiedene Einstellungen, zum Beispiel die Follower-Distanz und sowas, das haben wir oben rechts. Da können wir auch zum Beispiel das Tier tragen und natürlich auch von uns wegwerfen und natürlich auch die ganzen anderen Dinge, zum Beispiel Namensgebung oder wir können es töten, kastrieren, unclaimen, für andere halt freigeben und so weiter und so fort. Ist eigentlich für ein, wie soll man sagen, für ein Handyspiel, also für ein Handyspiel ist es gut gelöst, meiner Meinung nach. So, wir wurschteln mal ein bisschen weiter, kommt der hinterher? Ja, kommt, der wird eh sterben. Der wird eh sterben. Wir gucken nochmal eine kleine Runde. Hoffentlich können wir irgendwo mal einen Fleischfresser oder so erleben, dass ihr das zumindest mal gesehen habt, bevor ihr euch das Spiel runterladet. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie groß das ist. 1 oder 2 GB? Achso, ganz wichtige Dinge. Es gibt, ihr könnt an den Obis eure Tiere halt nicht auf andere Maps und sowas hochladen und sowas. Alles funktioniert hier nicht. Das ist ja alles ein bisschen anders gelöst. Es gibt ja auch keine Bosse. Das will ich nochmal betonen, es gibt hier keine Boss. Ich kann ja hier leider nicht cheaten, weil ich hier keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Das würde ich euch noch mehr zeigen. So, wir waren nochmal ein kleines Stück. Ihr seht oben rechts in der Ecke, wird schon angezeigt, es ist ein bisschen wärmer geworden. Und es müsste auch bald das Symbol kommen, dass ich irgendwann mal in einen Bereich komme, wo böse Dinosaurier sind. So, Karte Kompass, funktioniert Kompass rechte Hand, Karte linke Hand, damit ihr auch immer wisst, in welche Richtung ihr geht. Natürlich kann man sich da ein bisschen anzeigen lassen. Hier unten rechts in der Ecke einfach draufdrücken. Und will ich mal gucken. Ihr könnt, wo ich es gerade zeige, wie ich das mache, von der rechten Seite nach links rüber sliden. Und dann könnt ihr das ganze Zeug auswählen. Ihr seht schon, oben jetzt rechts wird auch angezeigt, dass ich durstig bin. Ich gehe mal irgendwo Richtung Wasser. Am besten nicht da lang, wo ich sterbe. Wir gehen mal. Normalerweise müsste hier eigentlich Sumpfgebiet sein, ne? Also so. Die Ark-Kenner von euch würden jetzt sagen, das ist Sumpfgebiet, das kann ja nicht sein, wo bist denn du hier? Es ist ein bisschen anders. Es ist nicht komplett wie im richtigen Ark hier alles. Aber es ist, ich betone es, glaube ich, sehr oft, es ist ein Handyspiel. Es ist ein Handyspiel und dafür ist es echt in Ordnung. Für zwischendurch einfach mal ein bisschen reinschnicken und kostenlos natürlich. Das, ich weiß gar nicht, ich denke mal, dass viele Leute, also... Ja, es wird soweit kommen, dass viele sich bei irgendwelchen Dingen beschweren. Ich bin auch schon öfter mal durch den Boden gebackt und so weiter. Es wird dann einige geben. Ihr seht es schon, da ist so ein kleines Symbol, dass jetzt böse Dinosaurier sind, war eben auf der rechten Seite. Und, bis. Ich dachte, ich habe was gehört. Ja, es wird einige geben, die sich dann viel über alles, über viele Dinge beschweren. Zum Beispiel, mir ist das kaputt gegangen, mir ist die Welt verschwunden und so weiter. Es ist kostenlos. Es ist einfach nur kostenlos. Und ich denke mal, da steckt auch ein bisschen Arbeit drin. Bevor jetzt natürlich sagt, ja, warum machen die denn ein... Hallo? Hallo, Dillo? Komm, das macht die Fresse. Oder ich sterbe jetzt gleich. Pass auf, ich habe nämlich noch nicht gelevelt. Jetzt rast er mir ja mal an. Ey, bleib hier. Ich hab ja eh kein Fleisch. Was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwas Wichtiges war. Achso, bevor er sagte, ja, warum hattest du die Wildcard jetzt das Handyspiel fertig gemacht? Können die nicht mehr erstmal das andere Spiel machen? Also die anderen Spiele, die Konsolenversion und so, warum können die nicht irgendwie ein bisschen fixen? Da muss ich, das sage ich glaube ich immer wieder, ich rede mir immer den Mund fusselig und es wird immer wieder in die Kommentare geschrieben. Dieses Spiel wird nicht direkt von Studio Wildcard programmiert oder erstellt, sondern von War Drum Studios. Und die machen auch die GTA-Spiele für die Smartphones. Deswegen, es ist zwar Unreal Engine, aber sozusagen steckt ein anderes Team dahinter. Also nicht die, die sonst immer an den Ark-Spielen arbeiten und, sorry, dass ich das so sage, nicht zustande kommt. Deswegen ging es auch recht fix. Ich glaube jetzt in 3 oder 4 Monate haben sie das Spiel jetzt komplett hingekriegt. Und es läuft fluffig. Es läuft, Freunde. Ja, viel kann ich jetzt euch nicht zeigen. Ich bin erschöpft. Ich dachte, ich treffe hier irgendwo noch einen T-Rex, wenn ich sterben könnte. Da würde ich jetzt mal oben... wer mich tötet, ja hier irgendwie nichts. Nichts greift mich an.
Hier muss doch irgendwo was sein, was mich hier voll wegballern könnte. Ein Rex wäre jetzt nicht schlecht, aber da müsste ich schon fast mit der Karte gehen. Übrigens, gerade wo ich dabei bin, hier ein bisschen rumzustapfen, ihr könnt auch auf der linken Seite rüberziehen. Da könnt ihr zum Beispiel pfeifen, ihr könnt die Kameraperspektive wechseln. Zum Beispiel, dass ihr außen an sich habt, dass ihr mal euren Typen sehen könnt, was er für lange Loten hat und so weiter und so fort. Hier mal wieder zurück, so. Jetzt muss ich ja irgendwo noch mal irgendein Tier finden, was mich mal killt. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein, dass hier überall die Viecher weg sind. Hallo, nee, du bist ja auch nett. Ich glaube, ich verdurste und verhungere, bevor mich jetzt echt was tötet. Mensch, jetzt Kinder. Ich kann natürlich jetzt auch die ganze Zeit gegen Baum kloppen. Da kriege ich Holz, was ich nicht gebrauchen kann, weil ich dann sowieso sterbe. Komm, wir machen einfach mal. So, ich habe eine Aufgabe erfüllt, das ist schön. Hier muss doch was sein. Ah, hallo. 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 Raptor, komm mal her. Ja, danke. Ja, hilf mir doch mal. Ich boxe dich. Oh, die Kampis, die helfen mir auch noch. Endlich. Er hat's geschafft. So, hier muss doch irgendwo was rumflitzen. Ich will euch zumindest mal einen T-Rex zeigen. Bevor es dann heißt, da gibt's gar keine mehr. Aber da vorne müssten wir. Da muss was rumschwirren. Irgendwo. Hier im Nirgendwo wird ein T-Rex sein. Übrigens, ja, da hinten ist auch das Paradies. Das könnt ihr halt gut besiedeln. Und ich merke gerade, dass mein Handy, also mein Smartphone, sehr, sehr warm in der Hand wird. Also, ich bin jetzt knapp schon 25 Minuten hier. Ja, für euch ist das ein bisschen gekürzt. Und warte, da hinten. Allosaurus, kommt her! Bitte! Ich will von euch getötet werden! Ja, komm schon. Komm. Schwimm. Hallo. Hey. Ich laufe mal ein Stück. Gucken, ob sie mir folgen. Ja. Daneben. Aber. Hier muss da trotzdem. Ich will nur einen T-Rex sehen. Wir wollen jetzt. Ach, die sind die Alus hinten wieder. Hier haben wir aber eine gute Chance. Sowas machen. Also ich werde es für euch später irgendwann mal. Ich spiele das jetzt weiter. Das ist jetzt krass, gerade mal wieder rausgekommen. Und meine Safe Games sozusagen von der Beta sind hin. Deswegen fange ich jetzt diesen Großteil erstmal von neuem an. Da ist T-Rex hinten. Ich werde das noch ein kleines bisschen spielen, wenn ich ein bisschen weitergekommen bin. Da gucke ich ab und zu mal noch rein. Und ich weiß nicht, ob die Online-Server zurückgesetzt wurden. Wenn die Online-Server nicht zurückgesetzt wurden, habe ich mein ganzes Gelumpe noch. Aber. Ich glaube, die sind auch weg. Die haben sie alle neu gemacht. Was ist das da? Klumpen. Aber hier ist auf jeden Fall ein Rex. Hallo. Ja, schrei. Ich hab gekackt. Aber die haben noch den alten Skin, ne? Also, wenn ihr mal zurückerinnert, es gab ja das TLC 1, glaube ich, war das, von PC und Konsole, wo der Rex einen neuen Skin bekommen hat, aber... Hier hat er immer noch das Alte. Gut, ich wollte nur ganz kurz mit euch reingucken. Was anderes ist erstmal alles scheißegal. Gut, jetzt wisst ihr, ob es sich lohnt, runterzuladen oder nicht. Also, für zwischendurch, es ist ganz okay. Es ist nicht der Ultra-Burner, wie jetzt manche vorstellen. Man kann auf jeden Fall nichts falsch machen. Also, bloß Finger weg von Online-Store. Ich meine, großteils kann man auch alles so erreichen. Ist ein kleiner Tipp von mir. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ich verabscheue mich für dieses Video. Ich danke dir vielmals fürs Reinschauen und bis bald. Mach's gut. Ciao.